So, Mike, jetzt legen wir als allererstes mal hier den Kopf rein. Nicht, dass uns hier noch was entgeht und nicht, dass Sie am Ende noch behaupten, Sie hätten mich nicht verstanden. Es geht heute darum, Sie sollen Ihren Mitschüler Johannes Brink, um an sein neues Dirtbike zu gelangen, mit einer Müllzange, mit dieser Müllzange hier, so fest auf die Hand gehauen haben, bis er freiwillig sein Fahrrad losließ. Ja, ich wollte sein Bike gar nicht klauen, wirklich nicht. Und, warum haben Sie ihm die Finger gebrochen, warum? Das habe ich doch gar nicht, das will er mir doch nur anhängen. Ich habe ihm nur ganz leicht auf die Hand getippt. Mit dieser Müllzange? Ja. Ganz leicht, und warum? Naja, ich wollte schon sein Bike, aber ich wollte es mir nur ausleihen. Mal ausleihen, so nennt man das heute. Jetzt lassen wir doch bitte mal erzählen. Hm? Ja. Also, ausleihen. Ja, ich war im Park und musste halt Müll sammeln wegen der letzten Aktion. Da wurde ich ja schon wegen zu Sozialstunden verurteilt wegen dem Mongo. Auch damals wie heute wegen Körperverletzung. Und auch damals wie heute war Ihr Mitschüler Johannes Opfer Ihrer zügellosen Brutalität. Nicht vergessen, bitte. Was heißt denn hier zügellose Brutalität? Ich habe ihm damals eine kleine Schelle gegeben. Und dabei ist ihm dann halt irgendwie seine Brille kaputt gegangen. Eine Schelle ist nett. Eine kleine Schelle, die ausreicht, damit eine Brille kaputt geht. Diesmal war es ein kleiner Schlag. Wie klein war der denn, frage ich mich. Wie klein? Ja, dass ich die Brille kaputt gemacht habe, das war vielleicht blöd. Und vielleicht habe ich auch ein bisschen fester zugeschlagen. Ein bisschen fester. Also der kleine Schlag war so ein bisschen fester, ja? Ich meine, so fest, dass wir von einem Fausthieb reden. Ein Fausthieb. Verstehen Sie mich? Ich habe mich doch schon entschuldigt. Entschuldigt? Ja, entschuldigen ist eine gute Sache, ein guter Anfang. Aber sollte von Reue getragen sein. Jetzt sind Sie schon vorbestraft. Jetzt gibt es hier diesen kleinen Schlag, den Sie so nennen. Nennen Sie das Reue? Wenn hier was Massives passiert, Sie von einem kleinen Schlag aber reden? Ist das Reue? Nur weil ich dem damals einmal aufs Maul gehauen habe, heißt das nicht, dass ich ihm auch die Finger zertrümmert habe. Das will der mir doch nur anhängen. Ich glaube auch, dass Johannes meinen Mandanten zu Unrecht beschuldigt. Wahrscheinlich will er eine alte Rechnung begleichen. Also jetzt wollen wir das auch mal auseinanderdividieren. Das geht hier so ein bisschen durcheinander. Damals ging es darum, dass Sie ihn so geschlagen haben, dass seine Brille kaputt ging und dass er ein Veilchen hatte. Dafür sind Sie zu 20 Sozialstunden verurteilt worden. Heute geht es darum, ob Sie ihm so auf die Finger gehauen haben, dass seine Finger gebrochen wurden und ihm sein Dirtbike weggenommen haben. So, das soll alles im Park passiert sein. Und jetzt erzählen Sie einfach mal, was da im Park los war. Jetzt haben Sie vorhin gerade gesagt, Sie waren da beim Müllsammeln. Ja? Ja, so eine halbe Stunde oder so schon. Und da kam halt Johannes da vorbei mit seinem neuen Dirtbike. Und naja, ich dachte, das schaue ich mir doch mal genauer an. Also bin ich hin. Ja, und da ging es schon los. Johannes sagt bei der Polizei, dass er sie aufgefordert hat, dass sie ihn gefälligst in Ruhe lassen sollen. Boah, Mann, ich wollte mir das Bike doch nur angucken. Ist doch nicht verboten, nein, oder? Angucken ist nicht verboten. Aber wenn Sie jemandem gewaltsam ein Bike wegnehmen, dann ist das sehr wohl verboten. Ich fand das gerecht. Ich musste wegen dem Nafti doch schon da Müll einsammeln. Und da mit dem Bike wäre das sowieso viel schneller gegangen. Also jetzt mal zur Klarstellung. Die Verantwortung für diese Sozialstunden liegt ganz allein bei Ihnen, oder? Hätten Sie ihn damals nicht angegriffen, hätten Sie ihm damals nicht eins ins Gesicht geschlagen, dann hätten Sie diese Sozialstunden nicht aufgebrummt bekommen, oder? Ja, nee, schon klar. Ja, ja, aber von Recht und Ordnung haben Sie auch immer noch kein Verständnis, oder? Ich meine, mit Ihrem Arbeitsgerät haben Sie immer die Finger gehauen. So, dass er sich die Finger gebrochen hat. Das wollen wir festhalten. Schwachsinn! Das ist kein Schwachsinn, das ist Fakt. Er hat gebrochene Finger. Entschuldigung. Ich habe ihm nur leicht auf die Finger getippt. Ich hätte das doch selber gemerkt, wenn die gebrochen werden. Ich bin doch nicht blöd. Was heißt denn, gemerkt? Hat er keine Anzeichen von Schmerz gezeigt? Null. Überhaupt nicht. Und ich wollte ihm ja auch nicht wehtun oder so. Hm. Ich wollte nur, dass er Angst kriegt und das Bike loslässt. Und das hat er ja auch gemacht. So voll ohne Jammern und so. Ja, bei einer so massiven Verletzung, wie sie ja attestiert ist, offensichtlich, hätte er aber große Schmerzen zeigen müssen. Der hatte wirklich nichts. Abgesehen von der Stärke des Schlages räumen Sie also ein, dass Sie ihm auf die Hand geschlagen haben, um an das Fahrrad zu gelangen. Ja, aber ich wollte es mir wirklich nur ausleihen. Und als ich dem das zurückbringen wollte, da war der halt schon weg. Aha. Und es war nur eine halbe Stunde später oder so. Klingt wahnsinnig vernünftig. Warum waren Sie ja nicht so vernünftig, zu ihm nach Hause zu fahren, ihm das Bike zurückzugeben? Sie wussten doch, wo er wohnt. Ja, aber das wollte ich ja vielleicht auch. Nur meine Mutter ist Rettungssanitäterin. Und wenn die Nachtschicht hat, dann essen wir vorher abends immer zusammen. Und mein Mandant hat seiner Mutter auch gegenüber erklärt, dass er sich das Fahrrad nur ausgeliehen hat und es zurückbringen wollte. Und als die beiden das gemeinsam erledigen wollten, ja, da stand auch schon die Mutter von Johannes vor der Haustür. Die wissen ja auch, wo ich wohne. Das wäre mal total dämlich, wenn ich genau dem da das Fahrrad klauen würde. Ist doch klar, dass sie mich rankriegen. Ja, ja, wir haben sie auch rangekriegt, ne? Haben wir geschafft. Nur ich wüsste gerne in ihrer ganzen Geschichte, wie es denn sonst gelaufen sein soll. Sie waren es nicht, wer war es dann? Woher soll ich denn das wissen? Auf jeden Fall war es ich nicht. Ja, Problem ist nur, wir haben eine Tatzeugin, die sie ja gesehen haben will. Die hören wir nachher auch noch. Die bezeugt ganz klar, dass sie zugeschlagen haben, dass sie ihm die Finger gebrochen haben. Und da haben wir halt ein Problem. Ja, der entscheidende Punkt, diese Zeugin hat bei der Polizei ausgesagt, dass sie mit großer Wucht auf seine Hand geschlagen hat. Das kann die doch gar nicht gesehen haben. Die steckt doch mit dir unter einer Decke. Oh, also ganz große Verschwörung. Ja, und die Mutter des Geschädigten mittendrin. Denn die sagt ja, dass sie ihr gegenüber geäußert hätten, Johannes hätte es sich anders verdient. Oh, damit meinte ich doch nur, dass ich mir das Fahrrad geborgt habe. Meine
Mandanten war zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht bewusst, dass Johannes verletzt gewesen ist. Und außerdem ist die Mutter von Johannes auch total ausgeflippt und hat ihn körperlich attackiert. Da sind viele Fragen offen und die, glaube ich, kläre ich am liebsten mit den beiden Zeuginnen und dem Geschädigten selber. Gut, das soll heißen, es gibt keine Fragen mehr an den Angeklagten. Nein, keine Fragen, danke. Johannes, bringt bitte mir deuten die Beweisaufnahme ein. Ja, hallo Johannes, nehmen Sie mal bitte Platz. Zunächst eigentlich die Belegung, Sie müssen ja die Wahrheit sagen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Vorsorglich 55 StPO. Sie müssen auch Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten würden. Zuerst die Personalien. Sie heißen Johannes Brink, 16 Jahre alt. Sie wohnen in Bielefeld. Sie sind natürlich ledig, Schüler, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Mike. Wie ich sehe, haben Sie einen Verband an der Hand. Ist das nach wie vor auf diesen Vorfall vom 9. Oktober zurückzuführen? Ja, die Operation ist ja noch nicht so lange her, aber es wird langsam besser. Vielleicht ist es am besten, bei der Gelegenheit direkt das ärztliche Gutachten zu verlesen. Hier steht, dass bei Ihnen Trümmerfrakturen an Fingergrundgliedern sowie den mittleren Fingerknochen des linken Zeige- und Mittelfingers diagnostiziert wurden. Die Verletzungen wurden durch äußere Gewalteinwirkung mit einem stumpfen Gegenstand verursacht. Ja, also die beiden Finger hier sind kaputt. Sie sind ganz offensichtlich, steht hier, zweimal operiert worden. Die Ärzte gehen davon aus, dass Sie da noch einige Zeit Einschränkungen haben, also in 2-3 Monate sowas, können Sie es wieder bewegen. Aber so eine leichte Bewegungseinschränkung wird wohl dauerhaft bleiben. Ja, das stimmt. Ich werde wohl nie wieder richtig Geige spielen können. Ich spiele schon seitdem ich 3 Jahre alt bin. Ich war auch wirklich ziemlich gut, also das heißt, vorher war ich ziemlich gut. Aber ich werde wohl nie wieder so spielen können wie vorher. Und warum? Nur weil ich mit meinem neuen Dirtbike ein paar Runden im Park drehen wollte und Mike dann auf einmal aufgetaucht ist. Tja, das war so kurz vor 4:30 ungefähr. Der war Ihnen schon hinlänglich bekannt, richtig? Ja, das stimmt. Der hat mich auch schon vorher geschlagen. Aber der ist auch bei uns an der Schule dafür bekannt, dass man ihm besser aus dem Weg gehen sollte. Mhm. Soll das heißen, dass Sie Angst vor meinem Mandanten haben? Nee, sagen wir, ich bin vorsichtig. Ich träume natürlich nicht mehr über den Weg. Ist aber auch klar, nach allem, was er gebracht hat. Du solltest Profi-Opfer werden. Kannst du gut. Sorry. Ja, dann stellt sich die Frage, warum Sie nicht das Weite gesucht haben, als Sie meinen Mandanten gesehen haben im Park und gemerkt haben, dass er sich Ihnen nähert. Naja, wissen Sie, ich wollte keine Angst zeigen. Sonst schikaniert er einen doch nur noch mehr. Mhm. Fühlen Sie sich eigentlich verfolgt von ihm? Also, wenn man in seinem Leben schon 2-mal verprügelt und wirklich x-mal blöde angemacht wurde, dann wird man doch schon sehr vorsichtig. Ja, da stellt sich die Frage, ob Sie nicht mal drüber nachgedacht haben, es ihm heimzuzahlen. Also ich bin nicht handgreiflich geworden, wenn Sie das meinen. Also er hat gesagt, er habe Sie da angesprochen. Ja, das stimmt. Er wollte mein neues Dirtbike haben. Ich habe natürlich gesagt, dass er mich in Ruhe lassen soll. Und dieser Aufforderung ist Mike nicht nachgekommen? Nein. Er hat gesagt, dass ihm das Fahrrad sozusagen zustehen würde, weil er ja wegen mir den Müll im Park aufsammeln muss. Ich habe ihm dann gesagt, dass er das Rad nicht bekommt. Und daraufhin ist er gleich wieder laut geworden. Richtig aggressiv. Hat angefangen zu schreien, dass ich ihm das verdammte Rad geben soll. Ich habe das Rad festgehalten, ja, damit er es mir nicht wegnehmen kann. Dann hat er zugeschlagen mit diesem Knüppel. Was für ein Knüppel ist das gewesen? Der Stiel von seinem Müllsammelgerät. Mike war ja da im Park zum Müllsammeln. Und wenn ich Sie richtig verstehe, mit einem Schlag mit diesem sogenannten Müllsammelgerät hat er Ihnen dann 2 Finger gebrochen. Ja, er hat richtig zugeschlagen, dass ich endlich den Lenker loslasse. Alter, was erzählst du denn überhaupt für eine Scheiße, Mann? Du weißt doch ganz genau, dass es anders war. Also ich kann nur sagen, wenn das wirklich so gewesen ist, wie Sie sagen, dann haben Sie ja sicher nichts dagegen, wenn wir das hier mal demonstrieren. Sprich, diesen Schlag. Nein. Herr Vorsitzender, wir hatten es vorher besprochen. Wären Sie einverstanden, wenn Sie jetzt die Schlagdemonstration durchführen? Die Schlagdemonstration? Jawohl, Herr Staatsanwalt, ich habe alles Erforderliche mitgebracht. Oh. Wo ist der Rest vom Körper? Keine Angst. So, darf ich Sie bitten, mal vorzukommen? Vielleicht zeigen Sie uns erstmal, wie Sie an dem Fahrrad gestanden sind, als mein Mandant sich Ihnen im Park genähert hat. Hatte die Hände so, also so? Die linke Hand war auf dem Lenker. Also okay. Da. Herr Seelhoff, Sie können ja jetzt nicht, Sie sind ja da noch verletzt. Vielleicht übernehmen Sie mal die Position des Geschädigten am Tattag. So ungefähr, ne? So ungefähr. Genau. Okay, und dann darf ich Sie mal bitten, diese Müllzange zu nehmen. War das so eine Müllzange? Ja, genau so sah die aus. Okay, vielleicht demonstrieren Sie jetzt mal, wie mein Mandant da zugeschlagen haben soll. Das ist doch voll die Verarsche hier! So, da habe ich bestimmt nicht zugeschlagen. Sie halten sich jetzt mal zurück und sind ruhig. Sie achten jetzt mal ein bisschen auf Ihre Wortwahl. Wir sind hier im Gericht und nicht auf dem Bolzplatz, klar? Ja, aber so war das doch gar nicht. Wenn ich Johannes was wegnehmen will, dann muss ich doch nur laut Buh sagen. Sehen Sie? So leicht ist das. Schon ein bisschen zusammengezuckt, ne? Mike. Es reicht jetzt. Haben wir uns da verstanden? Ja. Gut, dann nehmen Sie doch einfach bitte wieder Platz. Johannes,
Was ist passiert, nachdem Mike ihn, wie Sie sagen, mit dieser Zange da auf die Hand geschlagen hatte? Ja, er hat sich mein Fahrrad geschnappt und ist abgehauen damit. Ich konnte ihn ja schlecht aufhalten mit meiner Hand. So, danke für die Aussage, Johannes. Und das ist die Wahrheit, Mike. Na, das wird auch die Zeugin, die wir nachher hören werden, ne, die vieles Eigenen bestätigen. Nur Ihnen passt das natürlich nicht. Wann haben Sie denn diese Zeugin bemerkt? Als sie zugerannt kam zu mir. Also, da war Mike aber schon längst auf meinem Fahrrad. Und woher kennen Sie vieles Eigen? Vorher kannte ich sie eigentlich gar nicht. Was erzählst du wieder schöne Scheiße? Du hängst doch ständig mit dir auf dem Schulhof rum. Vielleicht mal zufällig neben ihr gestanden, keine Ahnung. Vom Sehen kenne ich sie sicher, aber mehr auch nicht. Ja, was denn nun? Kennen Sie die vieles oder nicht? Jetzt nach der Tat kenne ich sie natürlich schon. Nach der Tat sind Sie ja irgendwann mit Ihrer Mutter ja beim Angeklagten aufgetaucht, um das Rad abzuholen. Hat er da die Tat eingeräumt? Das weiß ich nicht. Ich sollte im Auto warten, während meine Mutter mit Mike gesprochen hat. Gesprochen ist gut. Angebrüllt hat der alte Drachen mich. Außerdem wusste ich dann noch gar nicht, dass du verletzt warst. Du warst ja noch im Auto. Und deswegen hat sich das umfassende Geständnis, Herr Staatsanwalt, wie Sie sagen, meines Mandanten auch nicht auf die Verletzung von Johannes bezogen. Eben, wenn ich Scheiße baue, dann stehe ich doch auch dazu. Gut, und wir haben hier mit drei Lügnern zu tun, ja? Johannes lügt, seine Mutter lügt, die Zeugin vieles Eigen, die lügt auch, oder was? Sie haben es endlich gerafft. Mike, es wird langsam kritisch für Sie, ja? Umgangsformen und so, schon klar. Fragen noch an Johannes? Keine Fragen, danke. Also lassen Sie uns als nächstes einfach die Phyllis Eigen bitte befragen. Sie nehmen hin Platz, Sie bleiben unvereidigt, bitte. Zeugin Eigen? Zeugin ist wohl offensichtlich noch nicht erschienen, nicht da. Nein. Ja, dann nehmen wir mal die Mutter des Angeklagten. Gudrun Wendler, bitte. Guten Tag, Frau Wendler. Guten Tag. Nehmen Sie bitte Ihr Platz. Ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeugin die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. Ich weiß. Sie heißen Gudrun Wendler, 37 Jahre alt. Sie wohnen in Bielefeld, Sie sind geschieden, Rettungsassistentin und Mutter des Angeklagten und haben als solche Zeugnisverweigerung. Sie müssen nicht aussagen. Wollen Sie aussagen? Ja, es ist nicht das erste Mal, dass mein Sohn vor Gericht steht. Aber ich glaube ihm und deswegen möchte ich auch aussagen. Dass ich nicht lache. Das letzte Mal hat Mike doch auch behauptet, meine Brille wäre einfach nur runtergefallen. Und was war am Ende? Hat er doch zugegeben, dass er sie kaputt gemacht hat und nicht ich. Könnt ihr solche Sachen nicht untereinander regeln? Muss das immer hier vor Gericht ausgetragen werden? Na, jetzt passen Sie mal auf. Also, der hat eine schwere Verletzung. Die ist ihm ja irgendwie zugefügt worden. Ja? Wahrscheinlich, weil da dauerhafte Schäden bleiben. Da reden wir jetzt nicht über dumme Jungenstreiche, bitte. Ja, aber es ist doch offensichtlich, dass Johannes ihm da was anhängen will, wegen der Brillengeschichte das damals. Das wollen wir erst mal herausfinden. Ja? Also, es geht darum, Sie haben bei der Polizei angegeben, dass Ihr Sohn nach seinen Sozialstunden im Park zu Ihnen nach Hause gekommen ist. Ja, das ist richtig. Ich lag noch auf dem Sofa und habe geschlafen, da ich an dem besagten Abend Nachtschicht hatte. Und dann ist Mike heimgekommen, hat mich geweckt und wir haben wie immer zusammen zu Abend gegessen. Hat Mike erzählt, was im Park vorgefallen ist? Nein, er hat nichts erzählt, aber dann ist mir dieses Dirtbike vom Küchenfenster aus im Garten aufgefallen. Da wollte ich natürlich schon wissen, wo das herkam. Ja und? Wie hat er da geantwortet oder wie hat er darauf reagiert? Er hat total gelassen und entspannt reagiert. Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass er irgendwas angestellt hat. Mhm. Ja, aber als ich dann gehört habe, dass er sich das Rad von Johannes geborgt hat, bin ich schon ein bisschen unruhig geworden. Aha, warum? Naja, wegen Johannes Mutter. Ich habe die nicht so gute Erinnerung. Die hat sich ja schon bei der Brillengeschichte damals aufgeführt wie so eine Furie. Mhm. Gut, und Mike hat Ihnen gesagt, dass er das Rad von Johannes ausgeliehen, geborgt hat, ja? Ja, er wollte halt schneller mit dem Müllsammeln fertig werden. Kann man doch wohl auch verstehen. Ist ja wohl auch nicht gerade toll für so einen Jungen, wenn er da mit Neonweste und Eimer den ganzen Nachmittag im Park Müll aufsammeln muss. Und Sie haben es geglaubt. Sie haben geglaubt, dass Johannes bereit ist, Mike sein Fahrrad auszuleihen nach all dem, was vorher passiert ist. Ja, warum? Die Jungen können sich doch durchaus wieder vertragen haben. Und dass sie sich untereinander was ausleihen, ich finde das jetzt nicht ungewöhnlich. Ja, könnte so sein. Aber nicht mal Ihr Sohn behauptet es. Nicht mal er behauptet, dass der Johannes ihm das Fahrrad freiwillig gegeben hätte. Er hat gesagt, er sagt zwar auch, er wollte es wieder zurückgeben, aber er habe das dem Johannes weggenommen, weil er die Geschichte mit den Sozialstunden im Park nämlich für ungerecht empfunden hat. Aber die Finger habe ich wirklich nicht gebrochen. Ja, Moment, das bleibt zu klären. Was aber schon mal sicher ist, dass Sie das Rad gewaltsam dem Johannes weggenommen haben. Ne? Und zwar gegen seinen ausdrücklichen Willen. Stimmt das? Ja, er wollte es nicht rausrücken. Dann habe ich mir halt geschnappt, das stimmt schon. Naja, wie gesagt, ich will Ihnen den Glauben an Ihr Kind jetzt ja nicht nehmen. Aber er steht so ein bisschen auf weiter Flur alleine da mit seinen Überlegungen. Und die Überlegungen, die er hier uns preisgibt, die sind alle sehr zu seinen Gunsten. Man spürt seine Prozesserfahrung, ehrlich gesagt. Also ich bin sicher, dass er es nicht so gemeint hat. Als wir zusammen zu Abend gegessen haben,
war Mike total entspannt und er hat auch keine Einwände eingeräumt, als ich gesagt habe, dass wir das Rad besser nach Johannes zurückbringen. Was heißt wir zurückbringen? Sie haben vereinbart, dass es gemeinsam zurückbringen. Ja, noch vor meinem Dienstbeginn. Ich wollte ihn halt nicht alleine ziehen lassen wegen Johannes Mutter. Die spielt immer verrückt. Und? Wenn es um solche Sachen geht. Dann war er also damit einverstanden, hat keine Ausflüchte gehabt. Überhaupt nicht. Na, das spricht doch dann eher für die Version meines Mandanten. Denn hätte er gewusst, dass Johannes so schwer verletzt ist, dann hätte er doch sicherlich versucht, sich zu drücken. Ich bin sicher, dass er nichts von Johannes verletzt haben wusste. Mein Sohn ist doch kein Monster. Na gut, also Sie und Ihr ach so unbescholtener Sohn haben also beschlossen, das Rad zurückzugeben. Und dann ist es ja leider dazu nicht mehr gekommen. Erzählen Sie mal. Ja, bevor wir aufbrechen konnten, kam schon Frau Brink wie eine Fuhre hier auf unser Haus zugerannt. Ja? Die ist dann gleich auf Mike losgegangen wie so eine Wahnsinnige. Ich konnte das vom Küchenfenster aus sehen. Bin dann auch raus, ja, und ich musste dazwischen gehen. Wer weiß, wenn ich nicht dazwischen gegangen wäre, die hat ihn total wild geschüttelt. Vielleicht hätte sie ihm doch die Knochen gebrochen. Sie sagt, Sie wollen... Ja, Entschuldigung. Es war grauenvoll, können Sie sich gar nicht vorstellen. Die Frau, ich kann es mir ungefähr vorstellen. Sie wollte eins tun, sie wollte verhindern, dass er türmt, ihr Sohn, bevor die Polizei auftaucht. So sagt sie es bei der Polizei. Ja, wohin sollte er denn türmen? Nach Südamerika? Also, nee, da fehlen mir jetzt echt die Worte. Ich weiß, wenn Mike mir sagt, er hat das nicht getan, dann hat er das nicht getan. Ja, ich kenne ihn schließlich 16 Jahre. Ja, was heißt nicht getan? Er hat halt selber eingeräumt, dass er dem Johannes zumindest einen leichten Schlag auf die Finger versetzt habe. Ja, aber das war wirklich nur ganz leicht. Ja, und er hat zu jeder Zeit bestritten, Johannes diese Verletzungen beigebracht zu haben. Und das sehr glaubwürdig, wie ich finde. Ja, aber Glauben und Hoffnung reichen ja nicht. Die Fakten, die sind sehr spannend, Frau Verteidigerin, zu Lasten Ihres Mandanten. Ja, genau. Gut, weitere Fragen? Keine Frage. Dann nehmen Sie bitte den Platz, Sie bleiben unvereidigt. Sehr oft die Zeugin, wie diese Eigen ist inzwischen da? Nein, die ist noch nicht erschienen, Herr Vorsitzender. Ich habe gerade die Nachricht erhalten, dass die Zeugin sich heute Morgen in der Früh telefonisch bei Frau Jung gemeldet hat. Aha. Ihr ging es da irgendwie nicht so gut. Aber die ist auf dem Weg hierhin, die kommt gleich. Aber sie kommt trotzdem? Jawohl. Ja, okay, dann machen wir doch mit der Mutter des Opfers weiter. Andrea, bring bitte. Guten Tag, Frau Brink. Nehmen Sie bitte Platz. Guten Tag. Ich muss Sie belehren, dass Sie als Zeugin die Wahrheit sagen müssen, wer was Falsches sagt. Macht selbstverständlich. Gut. Glauben Sie mir, ich werde echt alles dafür tun, um diesen Grobian seine gerechte Strafe zukommen zu lassen. Also Urteil und Strafe dürfen Sie getrost uns hier überlassen. Ja? Bei Ihnen geht es jetzt erstmal darum, eben, dass Sie die Wahrheit sagen. Dann kommen wir zu den Personalien. Sie heißen Andrea Brink, sind 40 Jahre alt. Sie wohnen in Bielefeld, sind verheiratet, Hausfrau und nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten. Sie haben ja den Johannes an dem Abend des 9. Oktober ins Krankenhaus gebracht. Ja, das war total schrecklich. Wissen Sie, vor diesem Tag war mein Johannes ein total glücklicher und sehr ehrgeiziger Junge. Das ist er jetzt nicht mehr. Na, seine große Leidenschaft, das Geigespiel, wird er wahrscheinlich aufgeben müssen. Mike hat mit seiner Gewalttätigkeit alles zunichte gemacht. Moment mal, noch ist nicht bewiesen, dass der Angeklagte Ihren Sohn verletzt hat. Na, wer denn sonst? Wissen Sie, mein Sohn, der ist total talentiert. Der spielt Geige schon seitdem er 3 ist. Und er hat schon 6 Solokonzerte gegeben. 6! Und dieses Tier zerdrümmert ihm die ganze Hand. Hört doch mal auf zu lachen! Er ist kein Tier, es reicht jetzt wirklich. Hm? Mann, der wird doch wahrscheinlich nie wieder spielen können, der Johannes. Jedenfalls nicht mehr so wie vorher. Wie haben Sie denn damals überhaupt von der Verletzung Ihres Sohns erfahren? Da war ich zu Hause und wollte gerade meine Freundin anrufen, als es plötzlich Sturm geklingelt hat zu Hause. Und ich habe mich noch gewundert, wer das ist, nachmittags um 4. Aber vor der Tür, da stand mein Johannes und er hatte solche Schmerzen, dass er nicht mehr den Schlüssel im Schloss rumdrehen konnte. Sie sagten, das war gegen 16 Uhr? Ja. Mhm. Ja, da bin ich mir sogar ganz sicher, weil, genau, ich hatte meine Freundin angerufen vorher, die hatte aber überhaupt keine Zeit gehabt und die hat mich gebeten, dass ich um 16 Uhr zurückrufe. Und das habe ich dann auch gemacht, als es dann plötzlich Sturm geklingelt hat. Ich finde das sehr interessant. Ihr Sohn hat nämlich ausgesagt, dass er so ungefähr kurz vor 3:30 von meinem Mandanten verletzt worden ist. Dann frage ich mich schon, und ich glaube auch berechtigt, warum Ihr Sohn für diese paar hundert Meter nach Hause fast eine halbe Stunde gebraucht hat. Ja, was wollen Sie denn damit sagen? Ja, Hannes, das interessiert mich jetzt allerdings schon auch weiterhin unter Wahrheitspflicht, aber weiterhin, durch Belese 55 StPO, Sie müssen sich selber nicht belasten. Ja, ich stand total neben mir, nachdem was er da gemacht hat. Warum? Ja, total schlecht, ja. Ich habe auch ein bisschen was im Kreislauf, wissen Sie, und da habe ich mich eben kurz auf die Parkbank da gesetzt. Warum wird denn jetzt mein Sohn verhört? Widmen Sie sich doch bitte mal diesem Täter oder seiner Mutter. Die hat in der Erziehung doch total versagt. Jetzt dreht diese Frau schon wieder durch. Ich liebe meinen Sohn und ich weiß, dass er unschuldig ist. Das ist Verleumdung, was Sie da machen. Unschuldig? Ihr Sohn steht schon zum zweiten Mal vor Gericht, ne? Und das mit 16, also da sage ich wirklich nur eins. Wegschließen sollte man den. Wie sollte man den Nein, jetzt verwarne ich Sie beide hier mal. Jetzt hören Sie mal auf mit diesen gegenseitigen Anschuldigungen. Lassen Sie uns hier Ihre Arbeit machen und nur so kommen wir am Ende hinter die Wahrheit. Und so wie Sie beide sich verhalten, sind Sie beide alles andere als ein Vorbild für Ihre Söhne. Denken Sie darüber mal bitte nach. Ja?
Vielleicht noch mal zurück zu Ihnen, Johannes. Sie haben also mit gebrochenen Fingern und unsäglichen Schmerzen eine halbe Stunde auf der Parkbank gesessen, richtig? Ja, also ich weiß auch nicht, wie lange ich da gesessen bin. Aber als es dann wieder besser ging, bin ich natürlich gleich nach Hause. Ich wusste ja, dass ich ins Krankenhaus muss, deswegen. Mhm. Und wenn Sie das wussten, warum haben Sie nicht gleich den Notarzt gerufen? Verstehe ich nicht. Na, mein Sohn hat doch überhaupt kein Handy. Ich halte das in seinem Alter noch gar nicht für angebracht. Mhm. Aber da war doch noch die Zeugin Phyllis Aygün. Hatte die ein Handy, ein Telefon? Weiß ich nicht mehr, keine Ahnung. Ich hatte Schmerzen. Und Phyllis selbst ist auch nicht auf die Idee gekommen, oder? Wo Sie doch so große Schmerzen hatten und darüber hinaus noch Kreislaufprobleme. Weiß ich nicht mehr. Als die Schmerzen langsam nachgelassen hatten und es wieder ging, da wollte Phyllis mich nach Hause bringen. Aber ich habe ihr gesagt, dass ich alleine gehen will. Dann bin ich alleine nach Hause gegangen. Mhm. Und haben Sie Phyllis vorher noch mal nach ihrer Telefonnummer gefragt? Was? Phyllis Aygün hat doch bei der Polizei ausgesagt, als Zeugin, nicht wahr? Also, wie kommt es dazu? Sie müssen doch dann vor oder nach der Tat mal die Telefonnummern ausgetauscht haben, damit es überhaupt so weit kommt, dass diese Zeugin bei der Polizei für Sie aussagen kann. Herr Richter, was ist denn das für ein Prozess, wo das Opfer und nicht der Täter zur Sau gemacht wird? Wer macht hier wen zur Sau? Niemand zur Sau gemacht. Was soll denn das? Jetzt beantworten Sie die Frage, bitte. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung.